Immer mehr deutsche und auch europäische Firmen wandern aus unserer wunderschönen Heimat ab. Sie suchen sich neue, günstigere und sichere Industriestandorte wie beispielsweise China, aber auch die USA. Nun erklärt der amerikanische Präsident Joe Biden Europa den Handelskrieg, zumindest wenn man den Medien und der Politik folgt. Doch was uns die Medien, aber auch die deutsche Politik nicht erklärt, das möchte ich in diesem Video enthüllen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben prekäre Informationen, wer in Wirklichkeit Schuld an diesem Handelskrieg hat, welcher Europa nun Kopf und Kragen kosten könnte. Mein Name ist Dominik Kettner und weitere Hintergründe dazu erfahren Sie jetzt im Video. Die Medien und die Politik haben also den Handelskrieg zwischen Europa und den USA ausgerufen. Wenn wir uns die Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron anschauen, dann sagte er, die US-Politik zerstört Jobs in Europa. Aber auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich mit der Aussage, das neue Gesetz enthalte Regelungen, mit denen wir nicht einverstanden sind, weil sie nicht vereinbar sind mit dem internationalen Handelsrecht und keinen fairen Wettbewerb ermöglichen. Was für eine Aussage von diesem Herrn, der noch Anfang des Jahres beisteuerte, als Joe Biden in der Öffentlichkeit sagte, man würde Nord Stream beenden, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert. Macron betonte zudem, dass die Politik der USA super aggressiv sei. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, es sei eine robuste Antwort nötig. Was sich genau hinter diesem Thema verbirgt, möchte ich Ihnen allerdings jetzt erklären. Denn die USA haben den sogenannten Inflation Reduction Act verabschiedet, welcher nun bei europäischen Politikern, gerade auch in der deutschen Politik, für Aufsehen sorgte und nun dem einen oder anderen Angst und Bange lehrt. Das US-Gesetz sieht vor, dass über 370 Milliarden US-Dollar Subventionen an Firmen bezahlt werden sollen, die klimafreundliche Produkte herstellen, wie beispielsweise Windkraftanlagen, E-Autos, aber auch Batterien. Wo jetzt das Problem liegt? Die Antwort hierauf ist genau die Antwort, warum die deutschen Medien, aber auch die deutsche Politik derart erschrocken reagiert. Denn diese Subventionen werden nur Firmen bekommen, die auch am amerikanischen Produktionsstandort produzieren und vor allem Vorprodukte verwenden, die in den USA hergestellt wurden. Die EU beschwert sich also, dass europäische Firmen von dem sogenannten Inflation Reduction Act ausgeschlossen sind, kurz dem Inflationsreduktionsakt, weil die Europäer natürlich derart größere Inflation als die USA haben und dieses Problem sich selbst aus den USA importiert haben. Die Befürchtung hierbei ist, dass europäische Firmen, speziell auch deutsche Firmen, also dem Wirtschaftsmotor Deutschland, immer mehr Firmen davonlaufen und nun in die USA abwandern könnten, weil man es dort attraktiver macht, zu produzieren und vor allem subventioniert. Die ersten Firmen haben bereits begonnen, den deutschen Standort zu verlassen, doch dazu gleich mehr. Doch ist die Angst vor der Deindustrialisierung Deutschlands, also dem aussterbenden Mittelstand und dem Abwandern des Mittelstandes, eigentlich begründet? Wenn Sie meine Meinung dazu hören möchten, US-Gouverneure, die bereits aggressiv darum warben, deutsche Firmen an den US-Standort zu bekommen oder beispielsweise US-Manager, die von einzelnen US-Bundesstaaten abgesandt wurden in Deutschland, um herauszufinden, welche Firmen Interesse hätten, in den USA zu produzieren, sind ein ganz klares Zeichen für ein Abwerben der deutschen Wirtschaft, wo wir Deutsche den Amerikanern doch alles nachreden. Man lockt also deutsche Firmen mit günstigen Energiepreisen und vor allem Steuererleichterungen, nachdem die deutsche Wirtschaft nach und nach niedergeknüppelt wurde und die deutsche Industrie aufgrund der Pipeline-Sprengung, also dieses Terroranschlags, nicht mehr konkurrenzfähig ist. Schauen wir uns aber doch mal an, welche prominenten Firmen in Deutschland derzeit schon US-Standorte für die Produktion planen. Beispielsweise Bayer, aber auch BASF haben begründet, dass sie nun die USA als weiteren Standort für ihre Produktion aufsuchen werden. Auch die IHK berichtet, dass ein erhöhtes Interesse und eine erhöhte Nachfrage von deutschen Firmen besteht, in die USA zu investieren oder gar abzuwandern. Sie sehen also, die USA nutzt diese selbstgemachte Krise eiskalt aus, wo immer noch keiner weiß, wer eigentlich hinter der Pipeline-Sprengung steckt und vor allem cui bono das größte Interesse und der größte Profit besteht. Denn die Vereinigten Staaten sind derzeit nun mal der größte Profiteur am aktuellen Krieg zwischen Russland, der Ukraine und den Spannungen, den Lieferengpässen, aber auch den Energieproblemen, welche wir in Europa haben und welche viele Firmen dazu bewegen, den deutschen Standort und den europäischen Standort zu verlassen. Dabei haben die USA genau durch ihre Geopolitik diese Krise mitverursacht, das sagte zumindest Dr. Daniele Ganzer, welchen ich in diesem Interview interviewt habe. Doch die Politik in Europa und in Deutschland reagiert wie immer
unterwürfig. Man lässt sich unterjochen. Die mit Skandalen überschüttete EU-Kommission schrieb dazu in einer Presseerklärung, die EU hofft, dass die USA ihre Bedenken konstruktiv aufgreifen werden. Liebe EU-Kommission, es ist Zeit für eine Revolution. Treten Sie zurück, gestehen Sie Ihre Fehler ein. Es ist Zeit für Neuwahlen. Bin ganz sicher, die USA, Joe Biden und der Rest der Vereinigten Staaten werden in Angst erstarren nach dieser schlagkräftigen Presseerklärung, liebe EU-Kommission. Weiter so mit diesem Rückgrat. Das ist genau die EU-Kommission, bei der derzeit Geldsäcke gefunden werden. Hier der Skandal der EU-Kommissionsvorsitzenden, welche zu Hause über 600.000 Euro in Bargeld rumliegend hatte. Genau die EU, die heuchlerische EU, die sich derzeit für die Reduktion der Bargeldgrenzen auf 10.000 Euro einsetzt. Und genau die EU, die den digitalen Euro fordert. Diese EU hat nun den USA eine mit Angst und Bange erschreckende Presseerklärung gestellt. Habeck sagt laut Medienberichten auf einer Pressekonferenz eher vage dazu, man sei in einem guten Gespräch mit den US-Partnern. Man sieht also, wie untertänig sich die EU-Regierung, aber auch die deutsche Regierung gegenüber den USA verhält. Einfach nur noch erschreckend. Doch zur ganzen Wahrheit gehört doch auch, dass unsere Politik diese Misere erst recht verschuldet und auch mitverschuldet haben. Denn wir machen unseren Wirtschaftsstandort seit Jahren unattraktiver. Durch höhere Steuern, durch mehr Bürokratie, durch lange Genehmigungsverfahren und keine Energiesicherheit für die produzierenden Industriebetriebe an unserem europäischen Wirtschaftsstandort. Und die Sanktionen setzen dem Ganzen nochmal die Krone auf, denn durch diese Sanktionen haben wir dankenswerterweise die höchsten Energiepreise seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber eines sei an dieser Stelle gesagt, die deutsche und die europäische Industrie wird ganz sicher nicht wegen dem Inflation Reduction Act abwandern. Nein, man wandert ab, weil es die Politik in Europa vermasselt hat, eine sichere und günstige Energieversorgung zu gewährleisten und somit den Firmen Planbarkeit für die Zukunft und vor allem für die Kostenstruktur zu gewährleisten. Es ist also scheinheilig, darüber zu sprechen, dass die USA unsere Unternehmen abwerben. In welcher Welt leben wir denn, in der kein gesunder Wettbewerb mehr möglich ist? Aber die Antworten der EU sind genauso heuchlerisch, wie man sie auch in den letzten Jahren kennengelernt hat. Zuerst muss man auch sagen, dass die Bundesregierung den deutschen Industriestandort selbst attraktiver machen könnte. Durch beispielsweise Steuerreduktion, durch Gewährleistung bei der Energiesicherheit, indem man die Sanktionen aufhebt, an den Tisch sitzt, mit den Russen verhandelt, Lösungen findet und wieder zurück zur sicheren Energieversorgung kehrt. Man könnte Nord Stream 1 und Nord Stream 2 reparieren. Man könnte über Fracking im eigenen Land nachdenken. Man könnte darüber nachdenken, die wahnsinnige grüne Politik über Nacht zu beenden. Das sind die Ansätze, die deutsche Regierung gehen sollte, statt Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, auf Kosten der Steuerzahler, hunderte Milliarden, die ausgegeben werden, für sinnlose Projekte. Das ist die beste Regierung. Das sind die ersten 12 Monate der deutschen Bundesregierung. Stattdessen will die EU nun als Antwort ein eigenes Subventionspaket schaffen, um den deutschen Unternehmen bzw. den Unternehmen in der EU eine Antwort auf den Inflation Reduction Act zu liefern, indem man es einfach genauso macht wie immer. Man wirft die Druckerpressen an und erzeugt natürlich wieder eines: Inflation. Im Übrigen nicht zu vergessen, in der Eurozone haben wir derzeit 10% zweistellige Inflation. Die USA sind derzeit schon wieder unter 8% angekommen. Und natürlich sollen diese Subventionspakete nicht alle Firmen unterstützen, sondern die Firmen, die die Energiewende vorantreiben. Herzlichen Dank auch an die Politik und die Medien, die es wieder mal den Falschen in die Schuhe schieben wollen. Die Verantwortung liegt einzig und alleine bei unserer Politik, bei uns, dass wir wieder beginnen, die Probleme selbst zu lösen und uns unabhängig machen von Handelspartnern, die uns in Wirklichkeit nur aussehen möchten, um sich strategisch besser zu positionieren. Hier geht's zu dem Interview mit Dr. Daniele Ganser. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wer hinter der Pipeline-Sprengung steckt. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie wahrscheinlich ein dritter Weltkrieg ist. Und wir haben viele spannende Erkenntnisse. Ich würde mich freuen, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren, wenn Sie dieses Video teilen und schon beim nächsten Video wieder dabei sind.